Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Video von Schwungvoll. Ja, wir sind heute in Hamburg im Fontenay Hotel und Volvo hat zu den Wintertesttagen eingeladen. Ich teste für euch den neuen Volvo XC40 Recharge Pure Electric Pro. Ja, das ist jetzt der XC40, den ihr eigentlich schon kennt, jetzt aber nur mit Frontantrieb. Und in einem weiteren Video, das werde ich euch hier oben verlinken, da gucken wir uns dann den C40, das Coupé des Volvo XC40 an, den natürlich mit Twinmotor und 408 PS. Also, jetzt fahren wir erstmal den XC40 Recharge Pure Electric Pro. Was auffällt, der hat halt Frontantrieb und die Straßen hier in Hamburg bei dem Schiedwetter sind leicht feucht. Und da ist natürlich die Frage, wie man es zum Beispiel vom Ioniq, vom Kona etc. kennt, bei einem Frontkratzer, wie gut ist der Grip? Und ja, ich habe es mal auf die Probe gestellt und er dreht auch durch. Er reguliert recht schnell, also er bremst die Räder recht schnell ein und man hat schnell wieder ein bisschen Vortrieb. Aber natürlich, es ist ein Frontkratzer, es bleibt ein Frontkratzer. Ansonsten ein sehr ruhiges Fahren, ein sehr, ich bin jetzt gerade wieder total begeistert von der Rekuperation. Der bremst den halt auf Null und richtig stark runter. Das macht schon Spaß. Er hat keine Schaltpedale zum Einstellen der Rekuperation. Aber ganz im Ernst, also One Pedal, das kann der Volvo auf jeden Fall. Also, ich gucke mir jetzt heute den Volvo XC40 mit dem Single-Motor an. Single-Motor heißt in erster Linie, er hat nur 231 PS gegenüber den 408 PS vom Allrad angetriebenen XC40, kostet dafür aber 11.000 Euro weniger und das bei, Obacht, nur 8 Kilowattstunden nutzbarer Akkukapazität weniger. So, und bei vielen ist es jetzt ein gängiges Vorurteil, Frontantrieb über 200 PS, das muss ein Frontkratzer sein, der bringt die Kraft nicht auf die Straße. Und ob das wirklich so ist, dem möchte ich heute unter anderem auf den Grund gehen und 8 Kilowattstunden Akku, das ist nicht viel. Wie weit kommen wir denn wirklich und wie verbrauchsarm oder ärmer gegenüber dem Allradmodell ist er denn? So, ihr seht jetzt hier in der Anzeige, seht ihr einmal die Reichweite, die das Fahrzeug aktuell hat, also 240 Kilometer. Dann seht ihr unten 210 Kilometer ist der Minimalwert. Oben 380 Wert ist das Maximum. Ja, und hier unten habt ihr noch eine Taste Range Optimizer. Wenn ich da drauf drücke, geht sie entweder auf grau, also ist deaktiviert, oder ich kann sie aktivieren, muss ich dann nochmal bestätigen und einschalten. Und mal gucken, was der Range Optimizer dann so rausholt. Navigieren tut der Volvo XC40 Recharge ja über Google Maps. An Bord als Betriebssystem ist, wie beim Polestar, auch Android Automotive. Und das funktioniert erstaunlich richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben es per Spracheingabe gerade gestartet, unseren Zielort. Ich möchte noch nicht verraten, wo es hingeht. Aber das funktioniert wirklich ohne Nachfrage sofort erkannt. Das klappt sehr, sehr gut. Und das ganze System ist auch wirklich schnell. Ich habe einmal die Karte hier eingeblendet, ich habe die Karte da noch parallel eingeblendet. Wenn ich über die Kacheln zum Beispiel dann gehe, um mir irgendwas anderes einzeigen zu lassen, da ist keine Wartesekunde drin etc. Das geht wirklich rucki-zucki, also total straight und so sollte es eigentlich auch sein. Das kennt man leider von anderen Herstellern anders. Und jetzt gucke ich zum Beispiel gerade mal auf den Range Assist. Er zeigt mir immer noch die 240 Kilometer an. Wir fahren durch die Stadt, da ist der Verbrauch gering. Und ich bin gespannt, wie es auf der Autobahn wird.
Bei Volvo ist es so, dass er im Hauptzentraldisplay hier tatsächlich keine Reichweite anzeigt. Er zeigt an, wie viel Prozent noch im Akku drin sind. Aber das könnt ihr jetzt im Mitteldisplay erkennen. Das heißt, ihr geht über die Kachel auf den Range Assist und da zeigt ihr euch immer die aktuelle Reichweite an, die das Fahrzeug noch hat. Und das habe ich vorhin gezeigt, was ist maximal drin, was ist minimal noch drin. Da hat also definitiv Volvo etwas gelernt, auf Nachfragen sicherlich von vielen Usern auch. Zeigt mir doch bitte an, wie viele Kilometer ich fahre und nicht nur die Prozente. Ja, unter anderem ein Motor. Was heißt denn ein Motor weniger? Oder was heißt nur ein Motor zu haben? Es heißt auch weniger Gewicht, weniger Verbrauch im Zweifel. Und dafür fahren wir nicht nur durch die Stadt, sondern, wie es jetzt gerade der Fall ist, auch mal über die Autobahn. Aktuell liegt der Verbrauch bei 23 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt in dem Bereich, wo auch mein ID.3 bei so einem Wetter liegt. Also ganz so schlecht finde ich das gerade gar nicht. So, und das Interessante an der ganzen Geschichte ist jetzt natürlich, bei 11.000 Euro weniger, wie viel langsamer reise ich denn mit so einem Fahrzeug gegenüber dem Allradmodell? Und dazu gucken wir uns natürlich die Ladegeschwindigkeit an. Also, wie viel Zeit benötige ich, um wieder x Kilometer weiterzufahren, um dementsprechend dann einen Vorteil oder den Nachteil gegenüber dem Allradmodell zu haben? Da bin ich selber ganz gespannt. Und ob die 11.000 Euro weniger gleichzeitig auch heißen, ich muss auf einiges verzichten. So, wir sind jetzt auf einem freigehenden Stück der Autobahn unterwegs. Der Verbrauch geht dementsprechend nach oben bei 40 Kilowattstunden aktuell momentan Verbrauch. Und Straße ist leicht feucht und die Geräuschkulisse, das hört ihr, es ist ein Rauschen natürlich von der nassen Straße, natürlich der Wind, aber ich muss sagen, in Summe, wir sind auf flachem Land hier mit viel Wind, geht das völlig in Ordnung. Der XC40 jetzt hier mit dem Single-Motor ist übrigens abgeregelt bei 165 km/h. Mehr geht da nicht. So, jetzt aktuell der Verbrauch und ich fahre permanent gerade Bleifuß. 164, 165 steht auf dem Tacho. Verbrauch pendelt sich ein um die 50 Kilowattstunden auf 100 momentan Verbrauch. Was heißen würde, wenn man permanent durchgängig 165 fährt, kommt man noch mal ganze 120 Kilometer ungefähr weit, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe im Kopf, bei nutzbarer Akkukapazität von 67 Kilowattstunden. Aber wer macht das schon? So, bis zum nächsten Wegepunkt habe ich jetzt noch 46 Kilometer bei 65% Akku. Alles schön und gut. Was aber jetzt dazu führt, dass wenn ich hier im Zentraldisplay mir meinen Restreichweite anzeigen lasse, nicht weiß, ob ich mit dieser Restreichweite überhaupt noch mein Ziel erreiche, weil ich nicht sehe, wo mein Ziel ist. Also muss ich hier umschalten auf Google Maps, sehe jetzt hier 81 Kilometer noch und wenn ich es mir jetzt nicht gemerkt habe, muss ich wieder umschalten, 81, auf den Range Assist und der sagt mir, ich habe noch 160 Kilometer Reichweite, sollte also reichen. Ich persönlich bin jemand, ich fahre so, dass ich mir gleichzeitig immer bei meinem ID.3 anzeigen lasse, wie viel Kilometer Reichweite habe ich noch im Akku und wie viel Kilometer habe ich bis zum nächsten Ziel. So kann ich immer ein bisschen spielen, um möglichst mit dem geringsten SOC beim Ziel, beim Ladestopp anzukommen, Ziel, Ladestopp, um dementsprechend den größten Ladehub zu bekommen. Ne? Also so mit 10%, um dann gleich ordentlich in die Vollen zu gehen. Ist hier ein bisschen umständlicher, muss man ein bisschen mehr tippen und gucken, um das zu gewährleisten. Ja, wir sind von der Autobahn runtergefahren, fahren ein bisschen über Land und lasst uns mal über Sicherheitssysteme und Assistenten reden. Auf der Autobahn ist aufgefallen, der Spurhalteassistent oder Spurlenk, es ist ein aktiver Lenkassistent tatsächlich, der hält gut bei 130, 135 km/h. Sobald ich auf 140 gehe, schaltet er ab und hat dann gesagt, ich merke nicht mehr. Hab's ein bisschen ausprobiert, bin auf 130 zurück, dann übernimmt er irgendwann wieder. Warum man das macht, frag mich mal, ich weiß es nicht. Ja, sonst hat er natürlich einen aktiven Abstandsradar auch und hält auch die Spur wirklich gut. Das macht er auch zum Vordermann. Muss ich sagen, ist er sehr, ja, so ein bisschen entspannt. Also er bremst recht früh ab tatsächlich. Und was man sagen muss, man hat am Lenkrad ja hier die Aktivierung des Tempomatens. Wenn man jetzt in der Stadt fährt, wie ich, gerne mit dem Limiter, dann muss man aber tatsächlich über den Hauptscreen gehen, muss in den Einstellungen sagen, okay, es ist jetzt nicht mehr die Tempomatfunktion, die ich möchte, sondern ich möchte jetzt einen Limiter nutzen.
kann man eigentlich auch mit dem Lenkrad irgendwie machen, meiner Meinung nach. Weil jetzt müsste ich wirklich auf den Bildschirm gucken. Ich muss hier auf das Zahnrad drücken. Ich muss auf Fahren und Assistenz und was weiß ich gucken. Muss dann vom Pilot Assist auf Speed Limiter gehen. Und jetzt kann ich ihn so nutzen, wie ich es gewohnt bin. Finde ich ein bisschen umständlich. Ich fahre jetzt in der Stadt und über Land mit dem Limiter, was ich ja schon gesagt habe, und habe im System nochmal das Feature automatischer Speed Limiter aktiviert. Damit erkennt er dann das Tempolimit anhand der Schildererkennung und reguliert die Geschwindigkeit runter. Interessant ist, wenn ich dann mit dem Limiter das Tempo etwas höher nehmen möchte, weil ich nicht mit 50 durch die Stadt fahre, sondern mit 55, dann erlaubt mir die Einstellung, maximal 10 km/h über dem erkannten Limit zu schalten. Das heißt, jetzt in der Stadt kann ich maximal 60, würde ich jetzt hier oben weiter drücken, passiert gar nichts. Er geht nicht auf 65 oder 70, sondern fängt fröhlich an, unten zu blinken und sagt, hey, du darfst hier nur 50 fahren, was willst du da? Das finde ich eine echt coole Funktion, habe aber eben schon bemerkt, auf der Landstraße bei 70 war schon 100 freigegeben, die 100 hat er noch nicht erkannt und somit konnte ich den Limiter nicht auf 100 hochziehen, sondern blieb bei den 80, also 10 über den 70, die er erkannt hatte, stehen. Übrigens, für alle, die meinen Kanal heute vielleicht das erste Mal gucken, schaut doch einfach mal rein. Ich habe da noch eine ganz große Auswahl an ganz anderen Themen. Und da ist garantiert für euch auch noch viele interessante Sachen rund um das Thema E-Mobilität dabei. Und ja, würde mich freuen, euch auch als Abonnenten zu gewinnen. Denn ihr wisst ja, Abo ist niemals umsonst, aber immer kostenlos. So, St. Peter-Ording. Das waren die Fahreindrücke und jetzt gucken wir uns mal an, was die Ladegeschwindigkeit sagt. Denn ganz klar ist, das, was er weniger im Akku hat und somit weniger an Reichweite, das gleicht er dann ja vielleicht durch die gleiche Ladeleistung wie der Allrad aus, weil er mit der gleichen Ladegeschwindigkeit laden soll. Und das gucken wir uns genau jetzt an und ermitteln dann einfach mal die Gesamtreisezeit. Ne? So, also wir laden jetzt mal eben das Fahrzeug fertig. Dabei machen wir ein Video von 10-80%. Das blende ich unten mal eben ein. In der Peak-Leistung haben wir die 150 kW mit dem Fahrzeug nicht erreicht. Höchste, was wir gesehen haben, waren 125. In einem Zeitraum von 10-80% braucht er ziemlich genau 30 Minuten. Ist eine durchschnittliche Ladeleistung, die wir hier gesehen haben, übrigens von 96 kW. Und das kann sich echt sehen lassen. Bei 75% liegt er immer noch bei roundabout tatsächlich 75 kW Ladeleistung, was ein sehr guter Wert ist. So, was heißt denn das jetzt? Der XC40 mit dem normalen Frontantrieb kostet 11.000 Euro weniger als das Allradmodell. Er hat statt einer WLTP-Reichweite von 340 km nur 315 Kilometer Reichweite. Aber ganz im Ernst, mit dem Preis ab 45.000 Euro kriegt das Fahrzeug A die volle Förderung von 9.570 Euro und ist somit nicht nur für Dienstwagenfahrer interessant, sondern eben auch für den Otto-Normalverbraucher, weil empfehlenswert ist der Wagen auf alle Fälle. So, und selbst auf den hinteren Plätzen bietet der XC40 jede Menge Platz für Mitfahrer. Wer denkt, dass es ein kompakter SUV ist, der täuscht sich. Also er hat wirklich jede Menge Platz. Und übrigens, die Fühlerleere, die habe ich beim letzten Test des XC40 noch benötigt. Das war heute nicht mehr. Die haben echt dazugelernt. Es gibt nichts zu kritisieren. Qualitativ im Innenraum, schön verbaute Materialien, wenig Hartplastik, wenn dann nur in den nicht sichtbaren Bereichen. Und die Art und Weise, wie etwas hier verbaut wurde, die ist wirklich auf einem ganz hohen Qualitätsniveau. Da bin ich echt zufrieden mit Volvo. So, kommen wir mal dann zu einem kleinen Fazit, und der geht natürlich in erster Linie zum Thema Reisezeit. Das heißt, das, was ich benötige an Akkuverbrauch über die Geschwindigkeit, 1 Kilowattstunde pro 100 Kilometer braucht er weniger als der mit dem großen Akku. In der Ladezeit aber benötigt er genauso lange von 10-80% wie das große Modell 30 Minuten. Insofern hat der große natürlich den Vorteil der Reichweite, was aber de facto gar nicht so viele Kilometer sind, ungefähr 30 Kilometer. Für den Pendler oder den täglichen Nutzen muss man somit überlegen, zweimal die Woche zu laden oder dreimal die Woche zu laden. Aber im Endeffekt, wie gesagt, gewinnt der Volvo XC40 mit dem normalen einen Vorderradantrieb über den Preis. Und somit ist mein Fazit, dass dieser XC40 der bessere XC40 ist. So, was fällt jetzt auf? Wir sind erstmal vielleicht so, hallo, ja, jetzt fahren wir mal, okay, mit dem XC40. Ja. Mann, Alter, das ist dein erstes Video. Ich hab doch die Leute schon begrüßt, Mann. Läuft, oder? Ja, ja. Das sind Outtakes. Outtakes, das ist in Ordnung. Hallo.
Ja. Ist voll leise hier drin. Was? Das sind immer die Elektrofahrer, ja? Linke Spur, 110. Ui, 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 ich komme sonst nicht zum Ziel. Mann, 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 Mann. Außerdem bin ich hier Ringverdiener. Ja, geil, Steve. Merkst du das? Bullen. Und du sagst, hier ist freigegeben. Arschlecken. War überhaupt nicht freigegeben, Mann. B203. Machen wir gerne. Um auch ein bisschen Autobahn, Landstraße und eben Stadt zu haben. Ja, und lass uns mal hier über... Oh, ich mach das nochmal. Das ist gerade echt...